Let the future talk. Oma, was ist Schnee? Dass der Klimawandel ja so ein großes Thema ist. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen? Ein Kinderbuch zu schreiben kann ja nicht so schwierig sein. Den mit erhobenen Zeigefinger gesagt bekommen, was gut und was schlecht ist. Das klingt jetzt so, als wäre das also wie im Flug und mit ganz viel Leichtigkeit gegangen. Natürlich war das nicht so, nein. Eine Story sein, in die man sich hineinversetzen kann. Die allesamt Vorbilder sind. Wir haben vielleicht eine böse Figur. Aber dann hat sich diese Denkweise ein bisschen also stark verändert. Wir machen sowieso mit, da könnten wir auch gleich gewinnen. Es betrifft die Kinder ja am meisten. Sie wissen ja noch gar nichts über den Klimawandel. Wir waren sehr unzufrieden mit dem Angebot. Und ich finde es auch gar nicht naiv. Die Leute sind mit einem Weltbild aufgewachsen, wo es das alles nicht gibt. Diesen Antrieb, was Gutes zu bewirken, um des bösen Willens was Böses machen möchte. This Future Talk was powered by Die Mutmacherei.